Als erstes Unternehmen in der holzbearbeitenden Industrie arbeitet HOMAG mit einem digitalen Zwilling. Das heißt, aus den realen Steuerungskomponenten einer Maschine wird ein digitales Abbild erstellt. Dieser digitale Zwilling setzt sich aus einem 3D-Modell der Maschine und dem Steuerungssystem zusammen. So kann in Echtzeit die Maschine mit all ihren Funktionen simuliert werden. Durch den digitalen Zwilling wird auch die Hochfahrphase beim Kunden drastisch reduziert. Ich kann, bevor die Anlage überhaupt beim Kunden ist, Monate davor das ganze Personal schon trainieren und am Tag X sind die Mitarbeiter da, sind parat, wissen, was sie tun müssen. Bis dato erfolgt dieses Training an der Maschine und dort unter Umständen sehr, sehr lange. In der Zeit kann der Kunde schon Wertschöpfung betreiben. Auch die chinesischen Kollegen von HOMAG werden in die Arbeit mit dem digitalen Zwilling eingeführt und dabei von den deutschen Kollegen unterstützt. Es ist natürlich großartig, mit dem digitalen Zwilling zu arbeiten. Das System ist sehr komfortabel und bedienerfreundlich. Der digitale Zwilling macht es möglich, bereits vor dem Bau der Anlage funktionale Probleme zu erkennen und zu eliminieren. Leistung und Funktionen können vorab getestet werden. Der digitale Zwilling – ein Gewinn für alle Seiten.